Höhlenflüge beginnen damit, dass man die Flügel ausbreitet. Herzlich willkommen zu einem weiteren Blog von mir, Clemens Ressel, Trainer von Olympiasiegern, Weltmeistern, Persönlichkeiten und bei einem oder anderen auch als Peak Performance Manager geachtet. In diesem Blog heute geht es mir um ein ganz, ganz wichtiges Thema, das uns immer wieder an die rote Linie ranbringt. In meinen Augen die drei größten Erfolgsverhinderer, die drei größten Bremsen, die wir so mit uns rumtragen. Ich nenne sie mal auf den Punkt: Angst, Furcht und Sorge. Das sind die drei Erfolgsverhinderer. Da gibt es die Angst, etwas nicht zu schaffen, die Angst zu versagen. Und sie wächst und wächst in uns und wird immer größer und übernimmt eine so gigantische Macht in uns, dass wir teilweise wie das Kaninchen vor der Schlange vollkommen erstarren und gar nicht mehr in unserer Mitte sind, gar nicht mehr damit beschäftigt sind, wie wir unsere Projekte, unsere Dinge, wie wir unser Leben wundervoll meistern können. Dann gibt es die Furcht, vielleicht zu versagen, die Furcht, es könnte etwas eintreten, was für mich einen negativen Ausgang hätte. Da ist die Furcht, weil der Nachbar es schon erlebt hat, weil es in der Familie ja die ein oder andere Krankheit gab, dass wir wissen, das könnte uns auch treffen. Und mit dieser Furcht gehen wir schlafen, wachen wir am nächsten Tag wieder auf. Und so gewinnt auch diese Furcht nach und nach an unglaublicher Dimension. Und dann gibt es die Sorge. Die Sorgen, die wir so mit uns rumtragen, die Sorgen und Nöte, so die kleine Version von Angst, die kleine Version. Was ich hier dir mitgebe, ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ein wissenschaftlich fundierter Bericht. Es sind meine Erfahrungen und Erlebnisse aus über 25 Jahren mit der Arbeit als Trainer mit Erwachsenen. Sagt gerne der liebe Clown Schirren dazu und auch mit Kindern und Jugendlichen. Sorgen treten zu 97, ich will fast sagen zu 99% niemals ein. Sorgen sind zum Beispiel: Das hat mein Nachbar erlebt, das könnte ich auch erleben. Das ist in meiner Familie vorgekommen, das könnte bei mir auch eintreten. Ach, bei den anderen. Und wenn wir gegen die Tradition verstoßen, dann habe ich Sorge und das Neue. Und so haben wir eine Sorge nach der anderen über Dinge, die wir noch nicht mal selbst erlebt haben, wo wir tatsächlich die Sorge hätten, sie könnten wieder eintreten. Ich gehe sorgsamer mit meinem Körper um, wenn ich eine Verletzung hatte. Dass ich diese Situation in Zukunft vermeiden werde, ist einfach ein sorgsamer Umgang mit mir selbst. Wenn ich ein Dilemma erlebt habe in meinem Leben, ob es in dem Lebensbereich der Freundschaften ist, in den Lebensbereichen Gesundheit, Beruf, im Lebensbereich der Finanzen oder im Lebensbereich von mir selbst mit meinem Wachstum, wenn ich dort eine Erfahrung hatte, die schmerzhaft war, dann bin ich sorgsamer mit meinem Leben und mit meinem Weg in der Zukunft. Aber muss ich deshalb gleich voller Sorge sein, dass das Dilemma wieder eintritt? Deshalb mein Rat, mein Tipp: Ängste, Furcht und Sorgen werden so gut wie nie eintreten. Sie sind entstanden aus der Vergangenheit, aus dem Erfahrungsschatz, den du dir aufgebaut hast, aus dem Umfeld, das du dein eigen nennst, und werden so gut wie nie eintreten. Sie werden aber eine Macht in dir übernehmen, wenn du ihnen den Raum lässt, dass sie sich breit machen können. Wenn du aber fokussiert bist auf dein Projekt, wenn du fokussiert bist auf die Liebe, die du in dir trägst, die du anderen weitergibst, wenn du dankbar durchs Leben gehst, wenn du anderen das Gefühl gibst, dass du etwas gibst
und es bei denen auch so ankommt, wertfrei gegeben. Und du ein Leben führst, wo du sagen kannst, that's it, ich führe es mit Lebenslust und Lebensfreude, dann nimmt Angst, Furcht und Sorge einen viel kleineren Platz in dir ein. Und so wird aus dem großen Ball ein kleiner Ball, den du überschauen kannst, mit dem du arbeiten kannst. Eine Angst wird nie verschwinden. Du hast aber die Möglichkeiten, diese Angst klein zu machen. Du hast die Möglichkeiten, die Furcht und die Sorge so klein zu machen, dass du damit leben kannst. Im Topsport ist es bei uns so, wir wissen darum, dass wir in eine Situation reingehen können, wo wir eine Verletzung erleiden, die unsere Karriere beendet. Jetzt kann ich vor dieser Angst erstarren, rufe nicht mehr meine Leistung ab, habe nicht mehr meine Peak Performance. Oder ich lerne mit der Angst zu leben, sie anzunehmen, sie in den Arm zu nehmen und mit dieser Angst ein freudvolles Leben zu leben. Sie ist ein Teil von mir und sie hat dann so eine kleine Macht. Deshalb mein Tipp aus der Erfahrung und aus dem Schatz der Vergangenheit und aus dem, was ich heute mit erfolgreichen Persönlichkeiten, mit Top-Sportlern jeden Tag erlebe. Fokussiere dich auf das, was du haben möchtest, auf das, was du sein möchtest, das Be. Fokussiere dich darauf, wie deine Projekte in der Zukunft aussehen sollen, wie es sich anfühlt, dort bereits zu leben. Und dann haben Angst, Furcht und Sorge eine viel kleinere Dimension. Darauf, worauf du deinen Fokus legst, das wird größer. Du hast die Wahl. Angst, Furcht und Sorge oder dein Projekt, wie das sich anfühlt in der Zukunft, wie du da lebst, wie du da bist, dein Be, wie du das sein kannst. Wenn du Lust hast, gib mir ein kurzes Feedback, schreibe es hier unten einfach zu den Kommentaren in diesem YouTube-Channel. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, lade ich dich herzlich ein, werde Mitglied in diesem YouTube-Channel und freue dich an den Tipps und Tricks der Olympiasieger, der Weltmeister und der erfolgreichen Persönlichkeiten. Ich wünsche dir noch heute einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht und lebe deine Projekte, lebe es, be the champion. Ich freue mich auf dich, auf ein Wiedersehen, dein Clemens Wessel.